SR3 Saarlandwelle Saarbrücken schlemmert sich durch den Winter. Im Zelt an der Ostspange gibt's jeden Abend die Varieté-Show von Kunst Theatre. Alexander Kunz mit 4-Gänge-Menü, Zauberei, Akrobatik, Spaß, und zwei der Akteure des Abends sind bei mir live im Kiosk. Steve Alecki führt durch den Abend. Herzlich willkommen. Guten Abend. Hallo. Und Sheila Nicolodi zeigt fantastische Körperbeherrschung und ganz viel Kraft an der Stange. Hallo Sheila. Hallo. So, jetzt fangen wir mal mit dir an. Das ist ja faszinierend an der Stange, die Muskulatur, da muss man fit sein. Wie sieht dein Training so aus? Ja, also man muss schon fit bleiben. Ich trainiere so eine Stunde pro Tag. Und ich gehe auch ins Fitness, dass man fit bleibt. Nee. Zusätzlich zu der genau, Stunde. Genau, ja. Mhm. Man muss auch ein bisschen also schön aussehen, körperlich, für die Bühne. Und ja. Also Fitnessstudio, eine Stunde trainieren. Genau. Wie lange muss man sich warm machen für sowas? Also so 20 Abend? Minuten, dass der ganze Körper so warm ist, ja. Ich habe ein bisschen im Internet geguckt. Ja. Du warst auch beim Supertalent. Ja. Einmal dabei. Genau. Dieter Bohlen war begeistert. Ja. Mehr von meinem Körper, als was ich gemacht habe. Ja, ging's damals nicht weiter. Okay, also die Sprüche kann man sich vorstellen, aber es ist trotzdem ja auch gefährlich, sag mal, wenn du dich da oben an die Stange hängst und dann zitt, geht's so runter, da muss das kurz zuvor wieder abbremsen, sonst passiert ja, was. Also da, es gibt schon Risiko, aber ich habe das unter Kontrolle und ja, also es ist bis jetzt noch nie passiert. Toi, toi, toi. Ja. Deswegen ist man ja auch im Training. Genau. Auch mit der Ernährung nehme ich an. Wenn du das feine Essen von Alexander Kunz da jeden Abend siehst, mit ordentlich Butter, Alexander, nehme ich mal an. Ja, er liegt im Hintergrund, das gehört dazu. Ist nicht so deins. Was musst du so essen? Also nein, ich esse von alles, aber einfach mit der Disziplin. Also einfach nicht zu viel. Kleinere Portionen, aber ich esse täglich alles. Ja, genau. Okay. Sheila, jeden Abend, ihr seid jetzt so ein bisschen warm gespielt, also die Premiere war, da zittert man ein bisschen, klappt das so im Ablauf. Wie geht es euch jetzt so nach einigen Vorstellungen? Ja, super. Also die Stimmung ist super. Klar, es gibt immer ein bisschen Adrenalin, aber das muss dabei sein und gefällt mir sehr. Kunsttheatre jeden Abend an der Ostspange mit Sheila haben wir über die Akrobatik gesprochen und über die Disziplin. Steve Alecki ist der Moderator des Abends. Ja. Ja. Wir haben geklärt, er kriegt nur Fragen, wo er mit Ja und Nein antwortet. Ah ja, ich sollte jetzt, Steve Alecki. Ich führe durch dieses wunderschöne Programm mit Leidenschaft natürlich und Liebe. Ich mache das sehr, sehr gerne und ich fühle mich hier saumäßig wohl. Das ist so, haben wir alles gesagt. Ich muss dir ein großes Kompliment machen. Ich habe dich im Europapark gesehen in diesem Sommer und habe immer meinen 10-Jährigen dabei, der vor Varieté-Shows immer mault, weil er Achterbahn fahren will. Ja. Und ich muss mit einem gewissen Druck ihn immer auch in diese Art von Unterhaltung reinmachen. Ja. Und bei dir ist er raus und hat gesagt, ach, der war witzig. Oh, das ist schön, das so, freut mich. Also ein doppeltes Toll. Kompliment, weil eigentlich wollte er Achterbahn fahren. Ja, ein 10-Jähriger. Genau. Das freut mich auch. Also das freut mich, dass dann auch so Kinder dann mein Humor annehmen, weil es ist doch ein bisschen so, es ist sehr ironisch, mein Humor. Und dann, wenn das ist mehr was für Erwachsene, die das schon alles erlebt haben, was man so auf den Bühnen so sieht, weil es halt auch sehr selbstironisch ist natürlich. Und wenn dann so 10-Jährige, 9-Jährige auch drüber lachen können, das finde ich immer toll. So, man muss sagen, du kannst ja auch was, also nicht nur erzählen, sondern du machst Jonglage, aber so ein bisschen anders. Genau. Genau. Ich mache es ein bisschen anders. Ich mache halt so eine Persiflage auf die Jonglage-Nummern und auf die Zaubernummern. Weil ich habe zwar Jongleur gelernt, ganz früher in Jahren, aber das hat mich nie gereizt. Also so ernsthafte artistische Nummern zu machen, das hat mich nie gereizt. Und da habe ich irgendwann angefangen mit Comedy und das hat mir gefallen. Und so da habe ich dann weitergemacht. Bälle zusammengeklebt. Ja, das ist natürlich Comedy, aber ich konnte schon so richtig schöne Tricks machen, so mit 5 Keulen, 7 Keulen. Aber das war mir alles zu schwer. Das musste man immer trainieren und da habe ich keine Lust zu gehabt. Ja, aber er kann es ja doch. Ich am konnte Schluss, es mal. Am Schluss eines Abends da. Ja. Schon, also ich würde es fallen lassen. Ja, ja, klar. Na, das ist ja auch. Ich meine, deswegen bist du auch Radiomoderator geworden. Ne? Und, aber nein, ich kann, wie gesagt, ich kann schon ein bisschen. Aber zaubern kann ich zum Beispiel gar nicht. Das ist reine Persiflage, das ist reine Comedy. Aber jonglieren, da kann ich schon ein bisschen, ja. So, und wie platziert man seine Nummer, die man so als Gesamtding hat, dann in so einem Abend?
als Conferencier? Also, naja, ich bin eigentlich weniger ein Conferencier oder Moderator. Ich mache das ab und zu mal. Hier in Saarbrücken mache ich das sehr gerne, weil ich aus Saarbrücken schon öfters schon hier gewesen bin. Ich kenne die Leute, ich weiß, dass die Saarbrückener Spaß haben. Und das habe ich jetzt auch gerne angenommen, diesen Job hier. Aber normalerweise bin ich ja kein Moderator. Ich habe hier 2, 3 Acts, die spiele ich dann immer. Und alles andere, das ergibt sich dann, wenn man bei den Proben ist und man setzt so eine Show zusammen, dann kommen dann Sachen, entwickeln sich so kleine Szenen. Und das, so läuft das eigentlich auch ab. Das kann man gar nicht so Wochen vorher planen. Man weiß, die Acts, die Nummern, die hat man, und dazwischen, das macht man dann vor Ort. Mhm. Steve, du warst schon in Saarbrücken öfter, du kennst dich ein bisschen aus. Kannst du der Sheila sagen, was man so nach der Show noch unternehmen kann? Nach der Show sind wir alle im Alexander Kunz an der Bar. Auch schön. Und da sind wir stundenlang. Gut. Hotel. Alexander ist im Hintergrund. Die Arbeit jetzt in der Küche läuft schon, nehme ich an. Die Jungs der Küche beginnen morgens um 10 Uhr schon mit der Arbeit, ja. Das ist super früh, damit es abends rund läuft, ganz genau. Wie läuft es für dich jetzt? Premiere ist immer ein bisschen angespannt, wir haben das Goldene Plätzchen zusammen gemacht. Da merkt man, der Maitre hat die Premiere noch ausstehen, da ist er ein bisschen hibbelig. Jetzt entspannt, läuft alles gut? Das läuft jetzt entspannter, wie das Steve auch schon sagte, bei den Artisten natürlich auch. Wenn man mal so 10, 14 Tage spielt, dann findet sich das alles. Die Artisten finden sich zurecht, die Küchenmannschaft findet sich zurecht. Der Gast merkt das am Tisch. Erstmal nicht, nur die Leute im Hintergrund bekommen schon mit die Spannung, aber jetzt ist es ruhig, jetzt läuft es rund und alles funktioniert auch glatt. Eine wunderbare Vorweihnachtszeit. Euch bei Kunsttheatre, Sheila, Steve, Alexander Kunz, schön, dass ihr da wart und schöne Show heute Abend. Dankeschön.